Hallo ihr Lieben, ich bin Steffi von Steffis Bastelecke. Ja, mich gibt es auch noch. Ich habe mich jetzt wirklich eine längere Zeit nicht mehr gemeldet. Arbeit war einfach zu stressig. Also hier war privat so einiges los. Ja, schöne Sachen und auch nicht so schöne Sachen. Und da bin ich ehrlich, da hatte ich auch einfach keine Lust zu, mich zu melden. Weil wenn ich Videos mache, dann ja, möchte ich, dass die auch ja, in Ruhe gedreht werden und so, dass ich auch weiß, da habe ich jetzt Zeit für. Und ja, jetzt ist es soweit. Es wird ein kurzes Video. Ich habe eine kleine Bestellung gemacht, denn ich brauchte Papier. Und das wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Fangen wir an mit dem Farbkarton in Vanille pur. Hier sind 40 Blatt drin. Die ja, benutze ich sehr gerne und da brauchte ich jetzt einfach mal Nachschub. Genau wie von dem Farbkarton in Schwarz. Hier sind allerdings nur 24 Blätter drin. Aber das sind so Basics, wie ich finde. Ja, die braucht man einfach immer. Oder die sollte man immer da haben. Ja, was ich auch dringend brauchte, wo nicht mehr viel da war, war der Farbkarton in Grundweiß. Hier sind auch jeweils 40 Blatt drin. Und ja, den brauchte ich definitiv neu. Deswegen habe ich mir den auch einmal bestellt. Sieht man dezent, ja, womit ich sehr gerne bastel, ne? Genau, den habe ich mir viermal bestellt. Und von Schwarz und Vanille jeweils ein Paket. Aber ich finde, das sind so die Basics, die man immer daheim haben sollte, um schöne Werke zu basteln. Was jetzt allerdings neu ist, da fliege ich jetzt nur eben einmal kurz drüber, weil da gibt es noch mal ein separates Video. Aber was eben zu den Basics gehört, ist, na, komm her, der Farbkarton in Beige. Der ist jetzt neu, den habe ich direkt einmal mitbestellt. Und ich lege einmal die Vanille dazu und da sieht man dann den Unterschied. Ja, hier sind auch 24 Blatt drin. Ja, habe ich dann einmal mitbestellt und passend dazu bekommt man dann ein Stempelset. Also jetzt können wir auch in Beige basteln und stempeln. Genau, das sind so die Basics, die man da haben sollte. Ich lege sie nochmal alle nebeneinander, damit ihr die dann nochmal seht. Einmal Grundweiß, Schwarz, Vanille und Beige. Genau. Ja, was ich noch bestellt habe, es gibt neue InColor. Und zwar die InColor 2024 bis 26. Die habe ich einmal hier im Farbkarton. Dann habe ich mir einmal das Designerpapier bestellt. Dann einmal ein Großkartstock und die Stempelkissen. Da gehe ich aber nochmal in einem separaten Video drauf ein. So sehen die aus. Also nicht jetzt wundern, warum ich die nur kurz zeige. Aber die sind so schön, die brauchen ein eigenes Video. Ja, und was bei mir zum Beispiel auch nie fehlen darf, ist der Tombow. Den Kleber, den finde ich einfach mega. Also den benutze ich bei jedem Werk, was ich bastel. Weil ich finde, der braucht ein paar Sekündchen, bis der anzieht. Aber dann hält der Bombe. Ich fülle mir den ja immer in so ein kleines Fläschchen hier ein. Mit so einer, da ist eine Nadel drauf vorne, mit so einer dünnen Spitze, damit ich noch präziser arbeiten kann. Das sind für die filigranen Basteleien und eben die ganz normale Flasche, die steht hier. Die nutze ich, oh, wie ihr seht, habe ich die schon länger nicht mehr benutzt. Benutze ich für Karten und größere Flächen halt. Und für ganz große Flächen benutze ich dann die Rückseite. Ja, aber wie gesagt, den habe ich auch immer auf Vorrat, weil ja, ich finde den einfach super. Ja, das war meine kleine Bestellung.
Wie gesagt, ich wollte die euch einmal zeigen. Ich wollte auch mal wieder reinkommen ins Video drehen. Und ja, ich hoffe, euch geht es soweit gut. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, lasst es mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!